Was viele Leute vor meiner Zusammenarbeit mit Puma gar nicht wussten, ist, dass ich eigentlich aus dem Fitnessbereich komme. Also ich war mit 16 Jahren die jüngste Trainerin in Deutschland mit einer Lizenz, bald minderjährig. Und mein Werdegang fing mit Tanzen an, ab 15 kam Fitness in mein Leben. Und ich habe das so geliebt und ich habe so viel unterrichtet. Und immer musste ich mich ein bisschen entscheiden, wie ich jetzt im Fernsehen lege oder behalte ich meine festen Kurse. Ich bin zum Fernsehen gegangen, umso schöner, weil das jetzt fast über 10 Jahre, du wolltest nicht so genau sagen, zurück zu meiner Wurzeln zu kehren, zu meinem Ursprung als Sportlerin und das in Linie gemeinsam mit Puma, gemeinsam mit euch machen zu können. Das ist wirklich toll. Super. Puma und auch wir als Best Reisen, wir möchten ja mit dieser Get Stronger League vor allem neue Zielgruppen erreichen. Wir wollen ein neues Format schaffen. Auch was völlig Neues machen in Bezug auf Marken- und Urlaubserlebnis. Wie empfindest du das jetzt aus Sicht eines Kunden? Wie würde dir das gefallen, wenn du es sehen würdest? Ich finde es sehr gut, weil jeder weiß, dass man ist im Urlaub einfach motivierter. Es ist warm, das Essen ist immer fertig. Man muss nicht einkaufen gehen, man kann wählen, man ist motivierter. Wenn man eine gute Sporteinheit hatte und danach zieht man seine Knie an und sagt, hey, das läuft hier. Das macht Spaß und das ist die Motivation, die auch fehlt zu Hause. Und ich glaube, wenn die Leute hier diesen Kickoff machen, dann kommen sie zurück und schaffen es zu erhalten. Ich kenne es ja selbst von mir, wenn meine Detox-Form oder sowas gemacht hat. Oft sind die Leute schwer, die ersten drei. Dann gewöhnt man sich, dann kommt man nach Hause und denkt, eigentlich möchte ich gar nicht mehr so viel Schlechtes in meinen Körper reintun und versuche bei der gesunden Ernährung zu bleiben. Ich halte auch den ganzen Fall. Sehr gut. Ja, neben den sportlichen Aktivitäten. Warum ausgerechnet Puma? Ich bin mit Puma jetzt gemeinsam hier mit diesem Weg seit 2012. Dann holen wir uns. Ja, genau. Und es ist lustig, weil genau so ungefähr hat es angefangen. Wir saßen nämlich nebeneinander, so wie er gerade gesagt hat. Ein riesen Applaus von Matthias. So, wir saßen nebeneinander bei einer Wohnungsschau von Dieter Maria Kretschmann. Ja. Und dann haben wir uns noch immer unterhalten. Für mich war das ganz schlimm, weil ich noch nie auf der Wohnungsschau war. Neben mir saß Coco, aber ich kannte die gar nicht. Und neben mir saß dann miteinander. Und ich kannte dich auch nicht. Und dann kam gefühlt, also gefühlt 500 Fotografen. Es war ein riesen bissig Gewitter voreinander und einer hält das Mikro und sagt, sind Sie der Neue? Sind Sie der Neue? Und dann habe ich gedacht, oh oh. Und dann, aber wir merken es ja schon miteinander, das geht mit allem relativ locker und kompetent um und hat dann gesagt, hey, das ist mein neuer Manager. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe einen neuen Job, habe meinen Chef angerufen und gesagt, pass mal auf, und morgen was siehst, alles ist in Ordnung. Und so haben wir uns kennengelernt, ja, waren uns irgendwie sympathisch. Jetzt seit 12 Jahren gestimmt. Ich war heute aus dem Sport. Ja. Ich dachte, Mensch, wir passen das zusammen, das müssen wir machen. So war das. Sehr super. Dann übergeben wir jetzt an dich, okay? Für Puma. Fernanda, vielen Dank. Ich danke Fernanda. Ja, ganz vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Focus. Ready.